Ja, Mahlzeit, was geht bei euch? Mein Name ist Haber84, ich bin zwar nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber dafür nehme ich mich überhaupt nicht ernst. Ich bin YouTuber auf Creeper Games, das ist das Einzige, worauf ich stolz sein kann. Hi Harvard, die Griefer Games Community ist gespalten, was deinen Namen angeht. Für die einen bist du Harvard84, so wie auch ich dich nenne. Für die anderen bist du Harvard, so wie Abge dich nennt. Was ist denn nun richtig? Also mein richtiger Name ist Harvard84, so wie die einen mich nennen. Abge nennt mich immer meistens Havar, weil er hat mich, als er mich das erste Mal gesehen hat, da war mein Name halt so ein bisschen im Haus verbaut und da konnte er nur Havar lesen. Das hat sich bei ihm irgendwie eingebrannt. Ich weiß es nicht, aber ich heiße Harvard. Eine Frage, die mir immer wieder begegnet und die bisher keiner so richtig beantworten konnte, ist, du hast eine YouTube-Pause angekündigt vor nicht allzu langer Zeit, warst aber gefühlt für die meisten nahtlos wieder da. Was ist aus deiner Pause geworden? Ja, ich war auf YouTube tatsächlich 6 Wochen und 3 Tage gar nicht aktiv. Auf Griefer Games war ich zwischendurch immer wieder online. Instagram habe ich weitergemacht, aber nur halt YouTube-Streaming und Videos hatte ich genau 6 Wochen und 3 Tage Pause. Okay, es war also tatsächlich eine reine YouTube-Pause und die war etwas über 6 Wochen. So sieht's aus. Okay. LAP Hawking würde gerne wissen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du auf Griefer Games irgendetwas anders machen, als du es bis heute getan hast? Oh, das ist eine sehr schwere Frage, ob ich irgendwas anders machen würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal versuchen zu bauen. Also auch wirklich erfolgreich und schön zu bauen, das bleibt bei mir eigentlich immer hinten dran, weil ich kann weder erfolgreich noch schön bauen. Und den Handel damals hätte ich nicht einstellen sollen, weil ich habe irgendwann aufgehört zu handeln. Ich habe ja zum damaligen Zeitpunkt 2-stelligen Millionenbereich, ich war quasi der Graf-Bonze-Kling-Dealer. Und ja, da habe ich irgendwann mit aufgehört, weil ich dann halt nur noch mehr oder weniger YouTube gemacht habe. Und da wird man halt immer ärmer dann irgendwann durch, ne? Wenn man nebenbei nicht weiter handelt. Auf deinem YouTube-Kanal sind aktuell nur 37 Videos zu finden, von denen das älteste gerade mal 1 Jahr alt ist. Seit wann machst du eigentlich YouTube und wie kommt es, dass nur so wenig auf deinem Kanal zu finden ist? Das ist wieder so eine gute Frage. Ich habe tatsächlich alle Videos wieder freigeschaltet, aber das dauert alles, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, Ewigkeiten, weil meine Videos, also mir ist das mit dem Urheberrecht da so ein bisschen... Ja, nicht egal oder so ein Kram, aber ich monetarisiere ja grundsätzlich bei mir gar nichts. Ne? Also Werbeeinnahmen habe ich ja 0,0. Aber da ihr die Rechteinhaber, was auch verständlich ist, das Monetarisieren dauert, die Freischaltung der Videos halt immer ein bisschen länger. Das geht immer so nach und nach und nach und nach. Aber das erste Video habe ich gemacht, oder den Stream, ersten Stream habe ich gemacht, das war, glaube ich, im Mai 2019. Ich glaube, es war im Mai. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Mai stimmt schon. Du bist kein großer Freund von Verlosungen in Streams und Videos. War das schon immer so bei dir oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt? Also ich kann das verstehen, wenn mal so ein Special Event ist oder so ein Kram, dass man da eine Verlosung macht oder so ein Kram, das würde ich auch machen, auf jeden Fall. Aber so marketingtechnisch jetzt über die Citybits laufen, ich verlose das, ich verlose hier, ich verlose da, ist einfach für mich mittlerweile nur noch Käse geworden. Weil das ist für mich kein Content mehr. Natürlich habe ich das früher auch gemacht. Ne? Da war das aber bei mir halt die Unwissenheit, genau wie bei vielen anderen heute auch. Ne? Die Unwissenheit. Das machen die anderen auch, deswegen mache ich es auch. Aber ich mache es nicht mehr. Ich habe das aber auch viel gemacht. Es hat mir auch bestimmt ein halbes Jahr ungefähr gedauert, hört sich jetzt doof an, aber die sogenannten Geier aus meinen Streams rauszubekommen. Jetzt habe ich nur noch ganz tolle Leute drin, mit denen man wunderbar kommunizieren kann, wo keiner fragt, wann wird was verlost, wann rollst du aus, wann gibt das hier. Weißt du, das gibt es von mir. Natürlich hast du Feinde immer noch Leute, aber es ist nicht mehr das Hauptaugenmerk. Und mir sind auch die Abos und die Klicks und die Views und die Zuschauer, die Zahlen sind mir völlig wurscht. Ne? Ich kann auch ein Case um ihn machen, öffne 10.000 Kisten, nur mal als Beispiel, habe dann 20.000 Zuschauer, fühle mich dann ganz toll, aber das ist für mich kein Content, weißt du? Für mich ist Content, die Leute zu unterhalten und zum Lachen zu bringen und denen ein paar tolle Sachen zu erzählen oder auch nicht so tolle Sachen. Herr Barlin würde gern wissen, wie hast du eigentlich Zwiebackgesicht so gut kennengelernt und habt ihr auch außerhalb von GG Kontakt? Also kennengelernt haben wir uns tatsächlich, ich hatte ein Problem, mir wurde mein Lager leergeräumt und das kann weder ein Bug noch ein Scam noch ein Hack gewesen sein, das muss halt irgendwas anderes gewesen sein, darf ich hier nicht erzählen oder kann ich nicht erzählen und da habe ich im Teamspeak ganz simpel einen Channel erstellt, der hat geheißen
Hilfe, Hilfe, oder brauche Hilfe, Zwiebackgesicht, abgegrieft. So, und Zwieback kam dann irgendwann rein und hat gefragt, was hast du denn? Habe ich ihm die ganze Chose erklärt, hat er gesagt, dass du bist jetzt schon der Dritte oder so, dem das passiert ist. Und so bin ich auf Zwieback und abgekommen und Zwieback hat ja anscheinend, ja, dem hat anscheinend gefallen, wie ich mich so verhalte, was mich bis heute noch wundert. Und so hat man sich halt öfter mal unterhalten und auch schon im Real Life tatsächlich schon getroffen, ja. Dass du bei der Bundeswehr tätig bist, ist weitläufig bekannt. War das schon immer dein Beruf oder hast du davor noch was anderes gelernt? Also ich bin 2002, direkt nach der Schule, nach dem Abitur bin ich zur Bundeswehr gegangen. Direkt danach. Hat dann den Werdegang und den Werdegang. Hab dann am meisten, war dann Ausbilder in der allgemeinen Grundausbildung. Und bin 2010 wieder raus, bin dann zur Sparkasse gegangen. Also quasi vom Ausbilder in der Grundausbildung zum Kundenberater bei der Sparkasse. Genau 180 Grad das Gegenteil. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Und bin dann 2018 wieder zurück zur Bundeswehr gegangen. Und davor habe ich noch bei einem Unternehmen, mittelständischen Unternehmen gearbeitet, im Büro Assistenz von der Geschäftsleitung. Aber Bundeswehr ist nice. Wie stehst du zum Thema Casinos und andere Glücksspiele auf Griefer Games? Casinos und Glücksspiele auf Griefer Games und auch außerhalb von Griefer Games muss ich mittlerweile sagen, Finger weg. Ihr verbrennt euch da nur. Ihr macht da nichts Gutes mit. Sondern das ist für jeden, außer dem Casino-Betreiber, ist für jeden einfach nur ein riesengroßer Nachteil. Und am Ende liegt ihr so da und heult. Ne, ihr verliert dort nur, gerade jetzt der aktuelle Stand, den wir haben, auf Griefer Games sozusagen, gibt es jemanden, der hat irgendwie 38 oder 34 Millionen im Casino, im Drachenei-Casino verzockt. Leute, lasst die Finger davon. Auch die ganzen Evil-Casinos ist alles nur Schrott. Ne? Auf Griefer Games und außerhalb von Griefer Games, und glaubt mir, das spreche ich aus Erfahrung, ist jedes Casino einfach nur Schrott. Nach einem bekannt gewordenen Vorfall im Griefer Games Forum hast du dich besonders im Thema Jugendschutz engagiert und ein Video veröffentlicht, auf das wir anderen YouTuber fast vollständig reagiert und uns angeschlossen haben. Griefer Games hat ein teils noch sehr junge Spielergemeinschaft. Was könnten wir alle und was könnte die Griefer Games Administration aus deiner Sicht noch tun, um solche Vorfälle möglichst auf null zu reduzieren? Also solche Vorfälle, so leid es mir tut, kann man niemals auf null reduzieren. Aber man kann mit ganz viel Aufklärung und mit ganz viel Hilfestellung, kann man betroffene Personen, sowohl Täter als auch Opfer, kann man helfen. Man muss einfach nur ein offenes Ohr haben und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was die Administration da machen kann, da bin ich momentan immer noch am Grübeln, es ist sehr schwer. Aber eventuell kommt da bald was. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau, ob das wirklich passiert. Auf jeden Fall würde ich es mir wünschen, wenn da alle ein bisschen mitarbeiten. Das geht von ganz oben bis nach ganz unten. Ne? Das heißt, jeder, der sowas mitkriegen sollte, der muss es einfach Punkt A an die Admins melden, Punkt B die Person anschreiben, sowohl Täter als auch Opfer, auch wenn das kein schönes Gespräch wird. Aber ganz wichtig, man muss dem Opfer sagen, gerade wenn es minderjährig ist, geh bitte zu deinen Eltern, red mit denen darüber. Oder geh zu deiner Clan-Chefin, zu deinem Clan-Chef, wenn du denen vertraust, red mit denen darüber. Die müssen mit jemandem darüber reden. Das ist wirklich potenziell hochgradig wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man dort kein Gespräch führt, wenn man so ein Thema hinter sich hat. Und das wollte ich halt mit dem Video auch nochmal ausdrücken. Was ist deine Meinung zum neuen Orb-System? Ist das top oder flop? Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nicht einen Orb gewechselt. Also ich bin auch noch nicht so ganz drin in der Materie. Aber ich glaube, es kann ganz gut werden, die Wirtschaft ein bisschen zu reparieren. Was ich sehr gut finde, ist, dass ganz viele Leute, vor allen Dingen die fleißigen Leute von Griefer Games, nicht so eine faulen Backen wie ich, der hier rumsteht oder der sonst irgendwo überall nur rumsteht, sondern die fleißigen Leute, die wirklich farmen etc., dass diese Leute durch diese Orbs in Anführungsstrichen belohnt werden. Was die da jetzt rausbekommen, das wissen wir ja noch nicht, aber auf jeden Fall hat Farm wieder wirklich einen Sinn. Was sagst du zu der Regeländerung zum Thema Verkauf von Rängen und Labymod-Inhalten gegen Ingame-Money? Ist das in deinen Augen Echtgeldhandel? Oha, das ist eine sehr schwere Frage, mit der ich mich vermutlich auf dünnes Eis begeben werde. Aber in meinen Augen ist es ja nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Also als das verboten wurde, fand ich das wesentlich besser als jetzt, dass es erlaubt ist. Also kurz gesagt, ja, in meinen Augen ist es Echtgeldhandel. Wenn du die Macht hättest, etwas auf Griefer Games losgelöst von YouTube zu ändern, beispielsweise Regeln, Spielfunktionen, Umgang mit Scammern oder sonst irgendetwas, was wäre dein allerwichtigstes Anliegen? Also ich sag mal, so wie Griefer Games ist, ist es eigentlich ganz gut. Perfekt ist nie irgendetwas, aber ich habe auch auf anderen Servern gespielt, reingeschnuppert. Es ist einfach, Griefer Games ist einfach was ganz anderes.
Ne, was ich eventuell ändern würde, wäre zum Beispiel die Money Drops. Die hätte ich am liebsten damals gar nicht eingeführt, weil dadurch ist halt sehr viel Geld in die Wirtschaft gekommen. Ich glaube, wenn ich das hier in das Zepter in der Hand haben würde, dann wäre das Ding übermorgen, wäre das K.O. Und alles überall wird 404 Error stehen und das war's dann. Deswegen lass das mal alles so, wie es ist. The Beast 1311 würde gerne wissen, welches ist dein Lieblings-CB und warum? Also mein Lieblings-City-Build ist natürlich mein Home-City-Build, das ist der 7er. Da bin ich damals von 10 drauf gewechselt. Der 10er, der auch nicht schlecht ist, ist auch ganz toll. Der FOH-Kann ist dort. Aber ich bin hier drauf gewechselt, weil die halt regelmäßiger Redstone an war. Und ansonsten außerhalb von 7 und 10 finde ich den City-Build 18 noch ganz toll, weil da sind ganz tolle Leute. Da sind vor allen Dingen wenig Leute. Jeder kennt jeden. Natürlich gibt es dort auch ein, zwei Ausnahmen, aber... wenn ich da so an die Tina 54 denke, sind echt super tolle Leute dort. LAP Hawking nochmal, würde auch noch gern wissen, was war dein schönstes Erlebnis auf Griefer Games? Mein schönstes Erlebnis auf Griefer Games? Da gab es so ein, zwei Dinge, die ich jetzt auf eine Stufe stellen würde. Also einmal, zum Beispiel jeder der Admins, da brauchst du mich nicht rauscutten, auch das, was ich jetzt sammel nicht, jeder der Admins oder der Admin-Randbaurechte hatte mir eine Rakete gebaut hat auf City Build 2. Das kannst du dir gerne nochmal angucken. Das gibt's so nicht. Das war schon mal ganz cool. Dann im Nachhinein betrachtet der Tag, als ich der guten Cell vom PFF-Clan die Abgeklinge abgekauft habe. Und ansonsten sind immer ganz tolle Erlebnisse, was ich besonders mag, also wenn man Leute so ein bisschen trollen kann. Das finde ich immer sehr schön. Aber am besten finde ich, rückwirkend betrachtet, wenn man nachts einfach mal über die City-Builds geht, zum PH von irgendwelchen Spielern geht, die vermutlich neu sind, die da fleißig bauen und denen einfach mal so ein bisschen Geld zusteckt. Also, was weiß ich, $10,000 oder so. Auch wenn ich nur noch 90.000 auf dem Konto habe, den 10.000 gebe, das finde ich immer ganz cool. Und das freut jemand. Und gerade diese Freude, die ist immer echt nice. Das mache ich natürlich nicht regelmäßig oder so, aber es kam schon ein paar Mal vor. Und im Nachhinein kam sogar jemand da bei mir an und der hat gesagt, Harvard, ich kann mich noch daran erinnern, du hast mir damals dann und dann das und das gegeben. Wusste ich natürlich überhaupt nicht mehr, weil ich natürlich so ein Brain bin. The big brain, I'm winning again. I am the greatest. Und, als der dann gesagt hat, vielen Dank nochmal dafür, da habe ich gedacht, cool, es hat keinen Falschen getroffen. Das hat mich sehr gefreut. Ach, ja. Und eine Sache habe ich noch, was mir besonders gefallen hat. Als der gute Biso-Zimt-YouTuber geworden ist, das fand ich wunderschön. Und okay. Das finde ich immer noch wunderschön. Ja, so ist es. Falls er das hören sollte, freut er sich bestimmt auch. Ja, und ich habe ganz viel vergessen, aber dafür entschuldige ich mich schon mal. Aber nehmt es mir bitte nicht übel. Was planst du eigentlich mit Bezug auf Griefer Games und YouTube so für die Zukunft? Ja, das ist, also ich habe jetzt, nach den Hunger Games, die übrigens auch richtig cool waren, habe ich so ein Best-of-Video gemacht, so ein kleines Best-of-Outtakes-Video etc. pp. Das hat mir echt so riesen Spaß gemacht. Nachteil an dieser Sache ist, extrem zeitaufwendig. Vorteil, also den Leuten gefällt das Video und das finde ich nice. Und da werde ich vielleicht in Zukunft drauf aufbauen, so ein paar Best-ofs machen, eventuell aber auch, das habe ich jetzt bis jetzt nur dir erzählt, eventuell aber auch so ein paar Leute aufs Korn nehmen. Weißt du, dass man auch mal ein bisschen lustigen Content hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über dich irgendwas Witziges mache oder dich parodiere oder über, keine Ahnung, Zwieback oder über Biso Zimt. Das muss ich mir nochmal genau überlegen, wie ich das vorhabe. Aber auf jeden Fall bin ich ja nicht... ich bin damals in den Humorkessel gefallen und... ich bin halt ein Clown und das will ich hier versuchen auszuleben. Ich weiß ja auch nicht, ob ich es hinkriege, ob das erfolgreich für mich persönlich wird, aber mal gucken. Gibt es irgendwas, was du den Zuschauern noch mitgeben möchtest zum Ende? Auf jeden Fall sollen sie alle so bleiben, wie sie sind, also der größte Teil. Deine Zuschauerschaft ist ja auch sehr toll. Das ist jetzt nicht irgendwie so, wenn jetzt irgendjemand unter dem Video schreibt, was ist das für ein Schleimer? Ach, leck mich am Hintern. Ja, also es sind wirklich die Zuschauer bei gewissen YouTubern, die wirklich nur da sind, um den Content zu gucken. Da fällt mir zum Beispiel Graviplays als YouTuber ein. Das sind die allerbesten Zuschauer, die wirklich den Content feiern und nicht irgendwelche anderen Sachen. Ne? Und dein Content ist ja auch, gerade die Interviews finde ich sehr, habe ich, glaube ich, jedes gesehen und du führst sie auch relativ souverän. Also bei dir, für deine Zuschauer, Hut ab. Ihr seid toll. Für meine Zuschauer kann ich nur sagen, auch Hut ab. Ihr macht viel mit mir mit. Ihr tut mir auch leid, aber das habt ihr euch so ausgesucht. Selber schuld.
Ja, dann vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass ich dich als Stimme in meinem Video verwenden darf. Und sind wir mal gespannt, was die Leute drunter schreiben. Dafür nicht. Ich danke auch. Bis dann. Ciao, ciao. Richtig. Die Griefer Chemistry Community. Nach einem Ge. Nochmal? Habe ich noch Zeit zu reden? Ja, sicher. Ich bin halt, wie ich bin, eine Wurst.